Wir kommen zu den Themenbereichen Ernährung und Landwirtschaft. Für die Aussprache ist eine Dauer von 67 Minuten vorgesehen. Ich bitte die Kolleginnen und Kollegen, auch in der SPD-Fraktion den Platzwechsel zügig vorzunehmen. Hallo. Ich wollte sagen, das geht auch für die FDP-Fraktion, für den Kollegen Tonka, für andere Beteiligte. Wiedersehensfreude. So, damit erteile ich als ersten Redner Herrn Bundesminister Cem Özdemir für die Bundesregierung das Wort. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Am letzten Sonntag hat sich die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung fast zwei Seiten Platz genommen, um sich mit der Situation von Landwirtinnen und Landwirten in der Bundesrepublik Deutschland zu beschäftigen. Ich kann allen nur die Lektüre dieses Artikels ans Herz legen. Der Titel lautet »Der Landwirt am Limit«, und damit ist eigentlich schon alles gesagt. Er berichtet von dem enormen Druck, dem Landwirte ausgeliefert sind, ökonomisch, physisch, aber vor allem auch psychisch. Harte Arbeit, Sorgen ums Einkommen, sogar Anfeindungen statt Anerkennung. Meine Damen und Herren, es geht hier um die Menschen, die dafür sorgen, dass wir täglich unser Essen auf dem Tisch haben. Da darf man gerne auch mal Danke dazu sagen. Unsere Landwirtschaft geht uns alle an, wir alle. Jede und jeder Einzelne von uns profitiert von der großartigen Leistung, die auf unseren Höfen erbracht wird. Wir alle leben im wahrsten Sinne des Wortes davon. Und da wir alle betroffen sind, wird es dann natürlich auch schnell mal persönlich, emotional und nicht selten auch holzschnittsartig. Ich habe das ja jetzt auch als Reaktion auf die ersten Äußerungen schon mitbekommen. Ich freue mich auf die Debatte, denn wenn wir sie ernsthaft führen, dann trägt sie vielleicht auch dazu bei, uns die Leistungen der Landwirtschaft ins Bewusstsein zu rufen. Wir müssen weiterkommen. Und dazu wäre es gut, wenn wir die Aufregungsökonomie einfach mal hinter uns lassen. Denn einfach nur mit dem Edding durch den Supermarkt gehen, die Preisschilder durchstreichen, höhere Preise dranschreiben, das wird nicht die Lösung sein. Aber ich will auch mal klar sagen, es ist nicht in Ordnung. Und es ist vor allem auch nicht alternativlos, wenn die Landwirtin und der Landwirt von dem Euro, den der Kunde im Laden für das Schweinefleisch ausgibt, gerade mal 22 Cent bekommt, meine Damen und Herren. Das ist einfach eine Sauerei. Das kann man ändern, das muss man ändern, und diese Koalition wird es ändern. Ich bin nicht bereit, ein ausbeuterisches System einfach weiter hinzunehmen, das auf Kosten der Menschen geht, das auf Kosten der Tiere geht, das auf Kosten der Umwelt geht und das auf Kosten des Klimas geht. Worum geht es? Man kann es vielleicht in drei Punkten zusammenfassen. Erstens geht es darum, dass alle hochwertige und bezahlbare Lebensmittel bekommen. Zweitens geht es darum, dass die Landwirte Wertschätzung erfahren. Aber Wertschätzung alleine reicht nicht, um auch davon zu leben. Sie brauchen auch Wertschöpfung. Beides gehört zusammen. Und dann geht es schließlich drittens darum, dass wir dabei Klima, Umwelt, Artenvielfalt schonen und die Tiere artgerecht behandeln. Ich will alle diese drei Enden des Zieldreiecks zusammenbringen. Das ist ein riesiges gesellschaftliches Ziel, aber wir haben auch was davon. Dort, wo es Landwirte gibt, dort gibt es auch gesellschaftlichen Zusammenhalt. In einer Landschaft, wo es keine Landwirte mehr gibt, da zerfällt auch der gesellschaftliche Zusammenhalt, da geht die Dorfkultur kaputt. Wenn es keinen Metzger mehr gibt, wenn es keinen Bäcker mehr gibt, wenn nicht vor Ort geschlachtet wird, dann haben wir auch Probleme, dass Radikalisierung stattfindet. Ich habe gesagt, wer Tiere nutzt, hat auch die Pflicht, sie bestmöglich zu schützen. Was haben wir gemacht? Statt dass wir Ställe für die Tiere bauen, haben wir die Tiere an den Stall angepasst, um noch den allerletzten Effizienzgewinn rauszuholen. Ställe sind aber keine Abstellflächen. Wir haben uns im Koalitions
Wir haben uns im Koalitionsvertrag vorgenommen, die Landwirte bei dem Umbau der Nutztierhaltung zu unterstützen. Das können sie nicht alleine. Noch in diesem Jahr durch die Einführung einer transparenten und verbindlichen Tierhaltungskennzeichnung. Es ist Zeit genug dafür. Aber wenn es dem Tier besser geht, dann muss es halt auch der Bauer und die Bäuerin im Portemonnaie spüren. Und dazu werden wir uns die gesamte Wertschöpfungskette entlang der Lebensmittelkette anschauen. Wir wollen die Asymmetrien zulasten der Erzeuger endlich beenden. Dazu müssen wir uns ehrlich machen. Landwirtschaftspolitik muss natürlich sozial sein. Aber sie ersetzt doch nicht Sozialpolitik, meine Damen, meine Herren. Ich halte nichts davon. Ich habe mir ja die Reaktion angeschaut. Wir werden es ja nach in der Debatte möglicherweise auch hören. Ich halte nichts davon, die Gruppen gegeneinander auszuspielen. Unsere Koalition hat sich vorgenommen, gute Sozialpolitik zu machen und gute Landwirtschaftspolitik. Da steht doch kein Oder zwischendrin, sondern ein Uns. Ernährungspolitik ist auch soziale Politik. Ich sage das auch selber als Arbeiterkind. Wir wollen nicht akzeptieren, wenn Menschen mit geringem Einkommen ein statistisch deutlich gesteigertes Risiko haben, chronisch zu erkranken. Das kostet ja auch Lebenschancen. Man kann es auch positiv wenden. Es hat was mit Wertschöpfung zu tun, mit Wertschätzung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, wenn sie gutes Essen in der Kantine bekommen und wenn das Wertvollste, was wir haben, unsere Kinder in der Mensa, in der Schule, gesundes Essen, möglichst regional angebaut bekommen. Da spart man nicht daran. Ich bin stolz darauf, dass mein Haus, das Landwirtschaftsministerium, ja gleichzeitig auch das Ernährungsministerium ist. Gesunde Ernährung ist die Grundlage für unser aller Wohlbefinden. Deshalb wollen wir umgehend eine Ernährungsstrategie erarbeiten. Das Ziel ist weniger Zucker, weniger Fette, weniger Salz in unseren Produkten. Wir wollen auch die skandalöse Lebensmittelverschwendung endlich effektiv reduzieren. Wir wollen regionales, ökologisches Essen in der Gemeinschaftsverpflegung stärken. Landwirtschaft und Forstwirtschaft stehen auch im Fokus, wenn es um die Bewältigung der Klimakrise geht. Sie sind Opfer extremer Trockenheit, von Wetterkapriolen, wenn die Jahreszeiten nicht mehr dann stattfinden, wenn sie stattfinden sollen. Aber sie sind auch Treiber der Klimakrise durch Futtermittelimporte aus den Tropen, immer steigendere Intensivierung und den Einsatz von energieintensiv produzierten Pestiziden und Mineraldüngern. Ich will, dass sie künftig Teil der Lösung sind, indem wir endlich beginnen, die Potenziale der Kohlenstoffspeicherung zu heben. Schutz der Moore, gezielter Humusaufbau, klimaresilienter Waldumbau, neue Wiederbewaldung, Stärkung regionaler Kreisläufe. Alles das steht in der Koalitionsvereinbarung und wollen wir abarbeiten. Wir haben uns auch darauf verständigt, 30% Ökolandbau bis 2030. Und zwar nicht nur in der Fläche, sondern auch im Supermarktregal. Auch dafür werden wir eine Strategie vorlegen. Es ist richtig, dass der ökologische Landbau unser agrarisches Leitbild bleibt. Weniger Pestizide, weniger Dünger und mehr Natur. Dazu gehört, dass wir in dieser Legislaturperiode ein Konzept vorlegen werden, wie wir die GAP zu einer besseren Honorierung von Leistungen für Klima, für Umwelt und Gesellschaft weiterentwickeln. Mir geht es darum, die Selbstbestimmung der Landwirte zu stärken. Dazu bekommen die Bäuerinnen und Bauern endlich Planungssicherheit, die fehlte bislang. Und wenn wir gerade dabei sind, Bäuerinnen und Bauern haben es auch verdient, dass sie ein bisschen auch hier und da vor den falschen Freunden in der Politik geschützt werden, die sie vor den Brüsseler Vorgaben vermeintlich schützt, wie man jetzt an der Nitratbelastung im Grundwasser sehen kann. Diese Koalition hat sich darauf verständigt, die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, damit das laufende Vertragsverletzungsverfahren beendet wird. Wir wollen Klima, wir wollen Artenvielfalt schützen. Das gilt bei uns im Land. Aber ich wäre ein schlechter Minister, wenn ich vergessen würde, dass das auch den Rest der Welt betrifft. Wir rechnen falsch, wenn wir Klimaschutz bei uns einfordern, aber nicht schauen, was in der Vorproduktion passiert. Und genau deshalb bin ich dankbar dafür, dass in der Koalitionsvereinbarung auch die entwaldungsfreien Lieferketten stehen. Auch das gehört dazu, dass wir hier einen guten Job machen. Meine Damen, meine Herren, wir haben uns große Räder vorgenommen,
in der Koalitionsvereinbarung. Zum Glück müssen wir das Rad nicht neu erfinden. Ich kann zurückgreifen auf großartige Arbeit. Denken Sie an die Zukunftskommission Landwirtschaft. Denken Sie an das Kompetenznetzwerk Tierhaltung. Die haben tolle Ideen entwickelt. Aber jetzt ist es Zeit. Aber was bislang fehlte, Herr Kollege, das ist, dass die tollen Ideen endlich umgesetzt werden. Es gibt kein Erkenntnisproblem. Es gibt ein Anwendungsproblem. Genau das habe ich mir vorgenommen. Meine Damen, meine Herren, ich biete Ihnen an, dass wir eng zusammenarbeiten. Die Themen, die wir vorgenommen haben, die macht man nicht mit 51% gegen 49%. Lassen Sie uns zusammenarbeiten zum Wohle von allen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Minister Özdemir. Nächster Redner ist der Kollege Steffen Bilger, CDU-CSU-Fraktion, der jetzt die Präsidentin begrüßen darf. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Bundesminister Özdemir, zu Ihrem Amtsantritt wünsche ich Ihnen seitens der CDU-CSU-Bundestagsfraktion und auch persönlich alles Gute. Wir werden Sie stets begleiten, als wachsame, als kritische Opposition, aber auch als politische Kraft, die gute und richtige Vorschläge unterstützt. Und Vorschläge, die haben Sie in den zurückliegenden 5 Wochen seit Ihrer Ernennung ja wirklich schon etliche gemacht. Der Abdruck des Gepäckträgers Ihres Fahrrads war wahrscheinlich noch auf der Ernennungsurkunde des Bundespräsidenten zu erkennen. Schon haben Sie sich den nächsten Titel in der Bundesregierung verdient, nämlich den des Ankündigungsministers. Höhere Preise für Lebensmittel, damit politisch verordnete Speisepläne, staatliche Vorgaben für den Zucker- oder Salzgehalt von Lebensmitteln, keine Strafen fürs Containern. Dieser Bundesminister verspricht wie noch keiner vor ihm. Die Ernennung zum Bundeslandwirtschaftsminister kam für Sie ja wahrscheinlich auch etwas überraschend, denn ansonsten hätten Sie ja auch dafür sorgen können, dass diese vielen schönen Ankündigungen sich jetzt schon im Koalitionsvertrag wiederfinden. Grundlage der Politik der Bundesregierung laut dem Koalitionsvertrag sind diese ganzen Vorhaben, diese ganzen Ankündigungen nicht. Im Koalitionsvertrag steht jedenfalls sehr wenig dazu. Vielleicht wollen ja die Redner von SPD und FDP gleich noch erläutern, wie sie sich zu den einzelnen Vorschlägen stellen. Leider muss ich Ihnen ohnehin sagen, auch wenn Sie so tun, als ob mit Ihnen alles ganz neu würde, auch Sie werden die natürlichen und wirtschaftlichen Gesetzmäßigkeiten und Erfordernisse nicht neu erfinden können. Auch unter einem Bundesminister Özdemir wird die Henne das Ei legen. Auch unter einem Bundesminister Özdemir wird es hoffentlich so etwas wie persönlichen Geschmack und freie Konsumentenentscheidung geben. Und das ist im Übrigen auch gut so, meine Damen und Herren. Auch unter einem Bundesminister Özdemir bewegen wir uns im EU-Rechtsrahmen und seinem Binnenmarkt sowie in internationalem Handel und globalen Märkten mit harter Konkurrenz und enormem Preisdruck. Und auch unter einem Bundesminister Özdemir sollten die Ernährungssicherung für alle mit möglichst fairen Preisen und die Einkommenssicherung unserer Landwirte ein ganz wesentliches Hauptaugenmerk der Agrarpolitik sein. Und mit Verlaub, Herr Minister, diese zentralen Erkenntnisse kommen mir bei den Botschaften, die Sie bislang ausgesendet haben, viel zu kurz. Viele Verbraucher werden von steigenden Lebensmittelpreisen belastet und sorgen sich, dass diese Spirale so weitergeht, mal ganz abgesehen von den Lasten der allgemeinen Teuerungsrate und der Entwicklung bei den Energiepreisen. Und das sind Sorgen, die auch Familien haben, die auch Menschen mit mittlerem Einkommen haben. Und all diese Menschen spielen zuverlässig in ihren Interviews und so auch in ihren Reden wie heute keine Rolle. Herr Minister Özdemir, Sie sagen, der Preis gerade für Fleisch müsse die ökologische Wahrheit wiedergeben. Das hört sich gut an. Ich frage Sie aber, was soll das konkret heißen? Wie hoch muss denn aus Ihrer Sicht der Preis sein für ein Schnitzel, für eine Currywurst, für das Kilogramm Hackfleisch? Mit Ihren Ankündigungen zu höheren Lebensmittelpreisen erreichen Sie nur eines, Sie sorgen für Verunsicherung. Damit wir uns richtig verstehen, auch wir wollen qualitativ hochwertige Lebensmittel, die unseren Landwirten ein gutes Einkommen sichern. Wir wollen Lebensmittel, die in Deutschland produziert werden und nicht irgendwo im Ausland, wo oft deutlich geringere Auflagen für Tierhaltung, Umwelt und Klimaschutz bestehen. Und wir wollen eine Stärkung der regionalen Erzeugung, dadurch neue Wertschätzung und Wertschöpfung in unseren ländlichen Räumen. Und wir wollen aber auch Lebensmittel, die sich alle leisten können und nicht nur die grüne Wählerschaft, meine Damen und Herren.
Das alles zu gewährleisten, Herr Bundesminister, ist Ihre Aufgabe und nicht nur so zu tun, als ob die Lebensmittel in Deutschland allesamt zu Ramschpreisen über die Ladentheke gingen, denn so ist es nun wirklich nicht. Sie haben sich selbst als obersten Anwalt der Landwirtinnen und Landwirte bezeichnet. Diesen Ruf müssen Sie sich erst noch verdienen. Einiges, was im Koalitionsvertrag dazu steht, passt gar nicht dazu. Auch Ihren Hinweis gestatten Sie mir diese Anmerkung, Landwirte sollten den Wandel in der Landwirtschaft halt mit Cannabisanbau gestalten, finde ich dann schon reichlich zynisch. Und überhaupt passt ja auch die Begeisterung für die Legalisierung einer schädlichen Droge nicht so ganz dazu, dass Sie andererseits den Menschen zum Schutz ihrer Gesundheit vorschreiben wollen, wie viel Zucker oder Fett sie in ihren Lebensmitteln überhaupt noch zu sich nehmen dürfen. Doch zurück zu den Themen, die die Landwirtschaft wirklich bewegen. Von einem Anwalt einer modernen Landwirtschaft erwarte ich auch Mut vor den eigenen Parteifreunden. Sie nehmen am Agrarkongress des Bundesumweltministeriums in der kommenden Woche teil. Und ich hoffe, dass die Anliegen der Landwirtschaft nicht komplett grüner Umweltpolitik untergeordnet werden. Vom obersten Anwalt der Landwirte erwarte ich jedenfalls, dass er auch dort klare Worte im Interesse der Landwirtschaft findet. Überzeugen Sie Ihre Parteifreundin, die Bundesumweltministerin, doch bitte davon, dass der abstrakte Ruf, Frau Lemke, nach weniger Pflanzenschutzmitteln in der Landwirtschaft so lange unglaubwürdig ist, wie Alternativen dazu nicht vorangebracht werden. Und es ist sehr bedauerlich, dass diese Bundesregierung beim Thema neue Züchtungsmethoden offensichtlich positions- und sprachlos ist. Dabei geht es um neue Pflanzensorten, die zum Beispiel dem Klimawandel besser standhalten können. Meine Bitte deshalb an Sie, hören Sie nicht auf die grünen Befindlichkeiten um Sie herum, lassen Sie die großen Chancen, die diese Technologien versprechen, nicht ungenutzt liegen. Es ist wichtig, dass ein großer Teil unserer Lebensmittel auch in unserem Land produziert wird. Und mit Ihrer Politik laufen wir Gefahr, dass wir immer mehr von Importen abhängig werden. Auch deswegen müssen Sie moderne Technologien in den Blick nehmen, um die Erzeuger hierzulande zu unterstützen. Herr Minister, wir haben Ihre Ankündigungen vernommen. Wir sind nun gespannt auf Ihre Taten. Überzeugen Sie uns, vor allem aber die Landwirte in unserem Land, mit einer Politik, die die Interessen der bäuerlichen Landwirtschaft vertritt und die des Verbrauchers, der sich qualitativ hochwertige, aber eben auch bezahlbare Lebensmittel wünscht. Mit einer Politik, die Umwelt, Natur und Klimaschutz zu einem guten Ausgleich bringt, ganz ohne Schwarz-Weiß-Malerei, grüne Vereinfachung und ohne spalterische Politik. Für die SPD-Fraktion hat nun Dr. Matthias Mirsch das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Minister Özdemir, im Namen der SPD-Bundestagsfraktion möchte ich Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufgabe gratulieren und Ihnen versichern, dass zumindest mir, mit Ausnahme des baden-württembergischen Slang, diese Rede wirklich so gut gefallen hat, dass wir, glaube ich, sagen können, Sie haben unsere Unterstützung in jedem von hier aufgezeigten Vorhaben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und Herr Kollege Bilger, ich habe Sie in den letzten Jahren ja jetzt nicht so als landwirtschaftspolitischen Experten wahrgenommen, müssen Sie auch nicht sein. Aber dann ein Minister, der wenige Tage im Amt ist, als Ankündigungsminister zu bezeichnen, wo man doch jahrelang diesen Ministerposten bekleidet hat und außer Hochglanz nichts geliefert hat. Das ist schon eine Anmaßung. Nein, nein, Herr Stegemann, das müssen Sie sich jetzt gefallen lassen. Ihre Fraktion ist durchtränkt mit altem Denken, mit Funktionärsdenken. Und die Landwirte in diesem Land haben längst verstanden, dass damit nicht Zukunft zu gestalten ist, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das, was Sie über Jahre hier gepredigt haben, und es kam ja wieder auch zwischen den Zeilen, Stichwort gegen den Markt, gegen die Globalisierung könne man nichts tun, das ist die Sackgasse. Weil wir hier an dieser Stelle tatsächlich auch den Landwirten in Deutschland viel zumuten, weil wir andere Standards haben wollen. Aber wenn Sie gleichzeitig dann sagen, es muss der Markt regeln,
dann passiert genau das, was wir in der deutschen Landwirtschaft über Jahre beobachten können. Die Höfe sterben, und sie werden gerade nicht unterstützt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Kollege Mirsch, gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung des Abgeordneten Springer? Nein, die Kollegen sind ja jetzt gleich dran. Die können dann darauf erwidern. Das ist die Debattenkultur, die ich da pflege. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will schon sagen, dass Herr Özdemir an einer Stelle für mich jedenfalls die entscheidendste Frage gestellt hat. Er hat nämlich das Zukunftsfeld Landwirtschaft mit dem gesellschaftlichen Zusammenhalt in den Mittelpunkt gestellt. Und wir erleben in den großen Bereichen Klima, auch Corona, aber auch Landwirtschaftspolitik die zunehmende Polarisierung dieser Gesellschaft. Daraus werden keine nachhaltigen Konzepte. Die Sozialdemokratie hat sich gegründet, weil wir gesehen haben, dass wir es nur gemeinsam schaffen können. Und deswegen sind die Vorarbeiten der Zukunftskommission Landwirtschaft, wo nicht die Betonköpfe drin saßen, sondern wo Menschen drin gesessen haben, die Empathie gegenüber der anderen Haltung eingenommen haben und dann Handlungsempfehlungen aufgeschrieben haben. Dieses ist so wertvoll für unsere vierjährige Arbeit jetzt, dass Sie zu Recht darauf hingewiesen haben, dass wir sowohl die Empfehlungen der Borchert-Kommission, die an einigen Stellen noch konkretisiert werden müssen, und der Empfehlung der Zukunftskommission Landwirtschaft diese als gute Grundlage sehen. Und ich will im Namen der SPD-Bundestagsfraktion mich noch einmal ausdrücklich bedanken bei allen, die daran mitgewirkt haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, vor uns liegen vier sicherlich sehr anstrengende Jahre, denn all die Konzepte, die hier vorgetragen werden, verdienen es natürlich bei der Umsetzung sehr genau gewichtet zu werden. Ich will, weil ich Susanne Mittag nicht vorgreifen will, einen Punkt sagen. Das ist das Tierschutzlabel. Wir haben 3,5 Jahre es in dieser Koalition, in der Großen Koalition nicht geschafft, einen Kompromiss zu finden. Ich glaube, dass dieses ein ganz wichtiges Element ist, dass Verbraucherinnen und Verbraucher nicht vom Markt deklarierte Labels vorgesetzt bekommen, sondern dass der Staat, die Allgemeinheit tatsächlich Nachhaltigkeit ein Bild gibt und dann Verbraucherinnen und Verbraucher auch entscheiden können. Und Sie haben zu Recht darauf hingewiesen, dass Landwirte unterstützt werden müssen, wenn sie umstellen. Die Debatte in der Großen Koalition war 3,5 Jahre davon geprägt, mehr Geld ins System und dann wird das alles. So funktioniert es nicht. Wir haben wissenschaftliche Expertise, die aufzeigt, dass das System an sich krank ist. Und deswegen müssen wir an vielen Stellen auch systematisch eine Neuerung gehen, damit Böden geschützt werden, damit Tiere geschützt werden und damit die Landwirte, die jeden Tag arbeiten, tatsächlich auch das verdienen, was sie verdienen sollen. Und dann, liebe Kolleginnen und Kollegen, bin ich mir eins sicher, werden wir eine Riesenchance heben, die auch gesellschaftspolitisch gar nicht gering zu schätzen ist und im Übrigen mit der Energiepolitik ganz eng zusammenhängt. Es geht auch dabei um die Stärkung der ländlichen Räume. Und die ländlichen Räume zu verbinden mit Wertschöpfung der Zukunft ist, glaube ich, ein ganz wichtiger gesellschaftspolitischer Schlüssel. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Zu einer Kurzintervention erhält der Abgeordnete Springer das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Sehr geehrter Herr Dr. Mirsch, Sie haben Ihre Rede damit begonnen, sich an den Landwirtschaftsminister wendend mit der Aussage, dieser Landwirtschaftsminister hätte die volle Unterstützung für jedes Vorhaben. Nun, eines seiner Vorhaben ist, für höhere Lebensmittelpreise sich einzusetzen. Und das angesichts einer Inflationsentwicklung in Deutschland, die sehr beunruhigend ist für viele Menschen. Die Inflation liegt inzwischen bei 5,3%. Die Lebensmittelpreise sind um 6% gestiegen. Wir haben in Deutschland 7 Millionen Menschen, die die Sozialleistungen beantragen müssen.
Wir haben 13,4 Millionen, die von Armut bedroht sind. Jeder Fünfte arbeitet im Niedriglohnsektor. Da ist das Budget auf Kante genäht. Da ist gar kein Geld mehr für weitere Ausgaben. Insbesondere deshalb nicht, weil aufgrund der grünen Ideologie und zugegeben auch anderer Effekte der Diesel inzwischen unbezahlbar ist. Jetzt doch mal meine Frage an Sie. Ist eine ganz einfache Ja-Nein-Frage. Sind Sie auch für höhere Lebensmittelpreise, obwohl Ihr Kanzler mit dem Thema soziale Gerechtigkeit in den Wahlkampf gezogen ist? Dankeschön. Möchten Sie erwidern? Dann haben Sie das Wort. Sehr geehrter Herr Kollege, ich weiß nicht, wo Sie eben gesessen haben, aber gucken Sie sich die Rede des Landwirtschaftsministers noch mal an. Er hat explizit darauf hingewiesen, dass höhere Preise automatisch überhaupt noch keine höheren Vergütungen für die Landwirte haben. Und das ist unsere Meinung ebenso. Wenn wir tatsächlich Landwirten ein Einkommen garantieren wollen, womit gut gewirtschaftet werden kann, werden wir uns das System, werden wir uns die Wertschöpfungskette angucken müssen. Der Bundeslandwirtschaftsminister hat darauf hingewiesen, wie viel von einem Euro bei dem Landwirt landet. Das ist die gesellschaftspolitische und die wirtschaftspolitische Fragestellung, der wir uns widmen müssen. Und ja, ich sage Ihnen auch, das, was wir teilweise auch in Supermärkten erleben, das ist nicht mit der pauschalen Ja-Nein-Frage zu beantworten, denn die Lebensmittel haben sehr unterschiedliche Höhen. Aber was am Ende teilweise auf den Ladentheken für Preise liegt, das hat mit fairem Handel und mit Wettbewerb so wenig zu tun, wie auch mit der sozialen Frage. Denn letztlich brauchen wir andere Steuerungen, um auf der einen Seite gute Sozialpolitik zu machen und auf der anderen Seite Tiere, Landwirte und auch Natur zu schützen. Das, was Sie hier machen, ist ein Schwarz-Weiß-Bild. Das entspricht Ihrer Parteipolitik, die Sie ja überall ziehen. Aber damit werden Sie keine Zukunft gestalten können. Und insofern lassen Sie uns die nächsten 4 Jahre ruhig weiter streiten über diese Frage. Das Wort hat der Abgeordnete Stefan Protschka für die AfD-Fraktion. Frau Präsidentin, Herr Minister, der quatscht schon wieder, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich muss ja heute leider von der Tribüne aus zu Ihnen reden, da sich die Bundesregierung dazu entschieden hat, die Spaltung zwischen Geimpften und Ungeimpften, Gesunden, wie ich einer bin, verstärkt weiter zu betreiben. Aber diese Art von gesellschaftlicher Ausgrenzung kennen wir ja leider auch in der Landwirtschaft. Ja, seit vorgestern sind wir mittendrin in der neuesten professionellen Schmutzkampagne gegen die moderne Landwirtschaft. Losgetreten natürlich wie immer von den Grünen durch die Veröffentlichung des Pestizidatlas von ihrer politischen Stiftung. Dieses Dokument bedient ideologische Vorurteile und dient ausschließlich der Desinformation. Die enthaltenen Zahlen und Daten würden der wissenschaftlichen Studie oder Überprüfung nicht standhalten. Aber um Fakten geht es ja den Grünen ja überhaupt nicht. Das ist ja wie beim Klimawandel oder bei der Corona-Krise, geht es ihnen nur um Stimmungsmache. Und in dem Fall trifft es halt die heimische Landwirtschaft. Es wundert ja auch nicht, dass die grüne Umweltministerin, also liebe Landwirte, tut mir leid, Umwelt und Landwirtschaft in grüner Hand, diese Fake News sofort begrüßt hat. Besonders skandalös ist ja auch, dass mittlerweile staatliche Behörden wie das Umweltbundesamt an solchen unwissenschaftlichen Stimmungsmachen beteiligt sind. Hören Sie mir, bei einem Amtsantritt haben Sie lautstark betont, dass Sie der oberste Anwalt der deutschen Bauern sein wollen. Naja, da nehmen Sie ja grundsätzlich beim Wort, aber dann muss ich Sie ja auffordern, dass Sie sich scharf von der Schmutzkampagne Ihrer eigenen Partei distanzieren und sich schützen vor die deutsche Landwirtschaft stellen. Denn eins muss uns allen hier klar sein. Im 21. Jahrhundert ist eine Landwirtschaft, egal ob konventionell oder ökologisch, wir sind nicht die, die den Spalt irgendwo reintreiben. Wir brauchen alle ohne Einsatz von Pflanzenschutzmitteln undenkbar.
Denn nur dank Pflanzenschutzmittel haben wir Ernte und somit auch Ernährungssicherheit. Ein Verzicht oder Verbot würde die Versorgung der heimischen und regionalen Lebensmittel massiv gefährden. Das müssen Sie dann den Menschen aber selbst erklären, was das für ein Land ist, für Deutschland bedeutet, das ja heute schon Nettoimporteur von Lebensmitteln ist. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist bauernfeindliche Stimmungsmache wie diese, die die Mitverantwortung dafür Sie tragen. Und immer weniger Bauern wollen überhaupt noch Bauern bleiben. Junge Hofnachfolger überlegen sich angesichts solcher fehlender Wertschätzung, ob sie nicht einfach einen anderen Job annehmen, wo sie 30 Tage Urlaub haben und ein vernünftiges Geld verdienen. Aber da sollten eigentlich, so wie jetzt die Vorredner gehört haben, egal von der SPD oder von der Union, die Alarmglocken bei allen schrillen. Dazu kommt auch der immense wirtschaftliche Druck. Sie haben es ja auch gesprochen, Sie wollen mehr verdienen oder sollen mehr verdienen, der auf bäuerliche Betriebe lastet. Denn jedes Jahr schließen 10.000 Bauernhöfe. Lob und gute Worte, wie Sie es jetzt gerade gemacht haben, werden daran nichts ändern. Denn Sie werden daran gemessen, ob Sie die Regeln noch weiterhin verschärfen und somit das Höfesterben vorantreiben. Und wenn Sie dann das Höfesterben vorantreiben, dann werden auch die ländlichen Regionen, wie Sie sie so hoch gelobt haben, aussterben. Denn ich komme von der ländlichen Region. Wir haben noch sehr viele Landwirte, aber die sind nicht glücklich mit Ihnen als Minister. Wir als AfD werden auf jeden Fall auch in der Legislaturperiode fest an der Seite der deutschen Bauern stehen und uns für gute, wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen in der deutschen Landwirtschaft einsetzen. Denn Heimat braucht Bauern und Umweltschutz, Landwirtschaft und Tierschutz ist nur mit der AfD möglich. Dankeschön, meine Damen und Herren. Während der Kollege Dr. Gero Hocker für die FDP-Fraktion seinen Weg zum Redepult findet und auch gleich das Wort hat, bitte ich alle zu überprüfen, ob Ihnen im Eifer der Debatte gegebenenfalls die Maske von der Nase gerutscht ist und das zu korrigieren. Danke. Sie haben das Wort. Verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Minister hat in den vergangenen Tagen und Wochen eine ganz zentrale und existenzielle Frage aufgeworfen, nämlich die Frage, was uns Lebensmittel wert sind und damit auch, was uns die Arbeit derjenigen wert ist, die diese Lebensmittel erzeugen. Und natürlich ist der Preis dafür das zentrale Signal für diese Bewertung. Aber, meine Damen und Herren, eben auch nur eines. Wenn wir uns vergegenwärtigen, dass gegenwärtig nur gut die Hälfte der geernteten und produzierten Lebensmittel in Deutschland überhaupt nur konsumiert werden, weil der Verbraucher häufig genug Lebensmittel als nicht verbrauchswürdig erachtet, wenn sie bestimmten Normen nicht entsprechen und in seiner Wahrnehmung unansehnlich sind und sie deswegen den Weg nie in die Regale des Einzelhandels finden, ist das auch eine Frage von Wertschätzung Lebensmitteln gegenüber. Und ich sage es Ihnen ganz ausdrücklich, wir müssen uns da alle ein Stück weit selber auch mit in die Pflicht nehmen. Ich habe den Eindruck, dass in den Jahrzehnten der Überflussgesellschaft viele tatsächlich es verloren haben, die Fähigkeit, sich auch auf ihre eigenen Sinne zu verlassen bei der Frage, ob ein Lebensmittel noch genießbar ist. Und allzu häufig wird, wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum sozusagen am Horizont sich nur abzeichnet, der ungeöffnete Joghurtbecher und die unangebrochene Butter einfach weggeworfen. Meine Damen und Herren, auch das ist eine Frage von Wertschätzung für Lebensmittel, die genießbar wären in unserem Lande. Und deswegen müssen wir diese Frage auch umfänglicher beantworten, meine Damen und Herren. Landwirtschaft muss gegenwärtig so viele Herausforderungen erfüllen wie noch nie zuvor, die von der Gesellschaft an sie herangetragen werden. Und trotzdem gelingt es den Landwirten in Deutschland mit immer weniger Fläche, die ihnen zur Verfügung steht, immer hochwertigere und auch immer mehr Lebensmittel zu erzeugen. Das ist quasi die erfolgreiche
Quadratur des Kreises. Und man muss es, wenn wir über Wertschätzung diskutieren, auch mal hier so deutlich sagen. Wenn trotz explodierender Bevölkerungszahlen auf diesem Planeten relativ immer weniger Menschen in der Welt Hunger leiden müssen, dann ist das auch ein Erfolg der modernen Landwirtschaft, meine sehr verehrten Damen und Herren. Dann funktioniert so etwas nur durch Effizienz und vor allem auch durch technischen Fortschritt. Auch das gehört zur Wertschätzung dazu, das an dieser Stelle mal so deutlich zu artikulieren. Ich werde häufig gefragt, welches Lebensmittelsiegel aus der Perspektive von Nachhaltigkeit, Tierschutz denn das Beste wäre. Und meine Antwort ist eigentlich immer die gleiche. Meine Damen und Herren, wer gleichzeitig hohe Tierwohlstandards honorieren möchte, Lebensmittel auch mit geringen CO2-Emissionen konsumieren und etwas für Biodiversität und Nachhaltigkeit tun möchte, der möge bitte vor allem darauf achten, dass die Lebensmittel in heimischen Gefilden entstanden sind, meine Damen und Herren. Denn wir müssen uns mal ehrlich machen, Sie werden weltweit kaum ein Land finden, das derart hohe Standards definiert an Tierhaltung, an Lebensmittelproduktion. Und deswegen muss es unsere aller Aufgabe sein, das auch in die politische Kommunikation einzupflegen, dass der Konsum von in unserem Land erzeugten Lebensmittel diese Quadratur des Kreises möglich macht. Denn nirgendwo in der Welt sind die Standards höher. Und wir müssen da ehrlicherweise auch den Verbraucher endlich in die Pflicht nehmen. Denn es kann nicht sein, dass er immer höhere Standards fordert, dann aber, wenn es zum Schwur kommt an der Ladentheke, nicht bereit ist, auch diese hohen Anforderungen, diese hohen Standards zu honorieren durch einen angemessenen Preis, meine Damen und Herren. Auch das ist eine Frage von Wertschätzung. Und ich gebe gerne zu, natürlich ist es nicht immer für jeden erkennbar, woher auch Vorprodukte stammen. Und deswegen ist es richtig, dass diese Koalition sich sehr ambitioniert übrigens, das haben andere innerhalb von 4 Jahren nicht hinbekommen, bereits im Jahre 2022 eine verbindliche Haltungs- und Herkunftskennzeichnung einführen will und das auch national und auch international, auch europäisch ausrollen will, weil wir es eben nicht hinnehmen wollen, dass sich der Verbraucher immer wieder doch aus der Verantwortung stiehlt und behauptet, er könne ja nicht nachvollziehen, woher das Lebensmittel stammt. Das, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist ein großer Schritt in Richtung auch zu mehr Wettbewerbsfähigkeit für Landwirte in Deutschland, denn der Verbraucher wird eben auch in die Pflicht genommen, seinen Worten Taten folgen zu lassen, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Meine Damen, ich verstehe fast mein eigenes Wort nicht mehr. Meine Damen und Herren, Landwirte sind vor allem Unternehmer. Und die brauchen keine Almosen, die brauchen keine Bauernmilliarden. Und die brauchen vor allem auch keine nationalen Alleingänge, wie zum Beispiel das beim Insektenschutz in den vergangenen 4 Jahren allzu häufig der Fall gewesen ist. Die sind Unternehmer und deswegen brauchen sie von der Politik vor allem verlässliche Rahmenbedingungen, innerhalb derer sie ihre unternehmerischen Entscheidungen, ihre Investitionsentscheidungen verlässlich treffen können, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und Landwirte brauchen eben auch einen Verbraucher, der wahrhaftig ist und seinen Anforderungen Taten folgen lässt. Ich kann Ihnen versichern, meine Damen und Herren, das sage ich den Landwirten im ganzen Land und den Menschen in den ländlichen Räumen, diese Haltung hat meine Fraktion in den vergangenen 4 Jahren in diesem Hohen Hause vertreten. Und man kann sich darauf verlassen, dass wir diese Haltung auch in den kommenden 4 Jahren in diesem Hohen Hause vertreten werden. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. In ihrer ersten Rede im 20. Deutschen Bundestag hat nun die Kollegin Ina Latendorf für die Fraktion Die Linke das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich komme aus Mecklenburg-Vorpommern. Ein Demograf der Universität Greifswald sagt immer, dem ländlichsten aller Räume. Umso mehr ist die Stärkung der ländlichen Räume ein wesentlicher Bestandteil der Politik meiner Fraktion. Da geht es auch um Daseinsvorsorge, um Infrastruktur, um Mobilität, gute Lebensbedingungen für alle. Hier muss sich endlich mehr bewegen. Die Landwirtschaft ist ein wichtiger, prägender Teil im ländlichen Raum, der verbinden kann. Und ein wichtiger Wirtschaftszweig. Daher bedarf die Landwirtschaftspolitik unserer allergrößter Aufmerksamkeit. Aber schauen wir genauer hin.
Die Landwirtschaft ist im Umbruch. Große Herausforderungen stehen an. Artenschutz, Klimawandel, artgerechte Tierhaltung, Seuchen, ASP gerade. Dies geht nicht reibungslos. Die Politik der Bundesregierung natürlich bisher mehr planen als tun. Mit dem Blick der sozialen Opposition auf die Pläne der Ampel findet man wenig zu den zentralen Anforderungen an eine zeitgemäße und sozial gerechte Agrarpolitik. In der Rede des Ministers kamen zwar einige Punkte vor, aber wie gesagt, nicht im Koalitionsvertrag. Ich hätte da mehr erwartet, was verbrieft ist. Ich vermisse völlig Aussagen zur sozialen Absicherung der Landwirte und Landwirtinnen. Und ich frage mich manchmal, ob die SPD überhaupt am Verhandlungstisch saß. Sie hätten gerade die Erhöhung der Einkommen in der Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft festschreiben müssen. Sie hätten eine konkrete Forderung zu sozialversicherungspflichtigen Arbeits- und Ausbildungsplätzen und zur Tarifbindung erwartet. Und ich eine Aussage zu den völlig meist unterbezahlten Saisonarbeitern ebenso. Auch die konkrete Einbeziehung der Landwirte und Landwirte in politische Entscheidungen fehlt mir. Nichts ist zu finden von einer Stärkung ihrer Beteiligung an der Steuerung der Marktprozesse. Und ich hätte auch eine Aussage zu einem erleichterten Zugang zu Grund und Boden für die regionale Landwirtschaft erwartet, zum Beispiel durch die Bodenpreisbremse, um Spekulationen zu verhindern. Kurzum, wir brauchen eine Nachsteuerung bei der Ausrichtung der Agrarpolitik, und ich bin gespannt, was von der Rede des Ministers am Ende übrig bleibt. Wir brauchen eine regionale Wirtschaftskreisläufe mit nachvollziehbaren, fairen Lieferketten. Aktuell haben wir einen weitgehend unregulierten Welthandel mit einem Preis- und Standardunterbietungswettbewerb, der ökologisch verheerend und noch dazu unzuverlässig ist und unseren Markt kaputt macht. Auch in der Ernährungspolitik hätten wir von der Bundesregierung eine soziale Schwerpunktsetzung erwartet, zum Beispiel eine kostenfreie Schul- und Kita-Verpflegung als eine wichtige Maßnahme für eine gesunde und nachhaltige Ernährung. Auch gesunde Ernährung muss gelernt werden. Dann da. Die enormen Preissteigerungen, insbesondere bei Grundnahrungsmitteln, bei Obst und Gemüse, müssen aufhören. Niemand, der auf soziale Leistungen angewiesen ist, kommt in der Bio-Abteilung sehr weit. Da haben die Sozialverbände recht. Also bedarf es einer wesentlichen Erhöhung der Kaufkraft für sozial Benachteiligte, damit gesunde Ernährung überhaupt möglich wird. Und was muss nun folgen? Der Preisdruck der Lebensmittelkonzerne auf die Produzenten und Produzenten muss endlich aufhören. Anzufangen wäre aus meiner Sicht bei den Billiglockangeboten mit Lebensmitteln, die voll auf die Erzeuger durchgedrückt werden, sonst fliegen sie aus der Listung. Ich bitte Sie, Lachsbraten für 4,44 pro Kilo, wer soll dafür produzieren? Und davon kommt ja nur ein geringer Teil an. Solche Preise bedeuten Geringschätzung für die Waren und damit auch für die Arbeit der Landwirte. Was wir aber brauchen, ist eine bewusste Wertschätzung landwirtschaftlicher Produkte. Und weder vom Markt gedrückte Ramschpreise noch pauschale Preissteigerungen, die nicht beim Erzeuger ankommen, helfen uns weiter. Sehr geehrte Damen und Herren, DIE LINKE fordert die Bundesregierung auf, für unsere Landwirtinnen und Landwirte unbedingt nachzubessern. Wir fordern einen Umbau der Agrarpolitik hin zu regionalen Wirtschaftskreisläufen, die Abkehr von Exportorientierung und der Profitmaximierung für internationale Konzerne, Schluss mit dem Ausverkauf von Grund und Boden, die Bodenpreisbremse muss kommen. Und die BVVG-Flächen, also die Bundesflächen, müssen unverzüglich und aus meiner Sicht kostenfrei in Länderhand gegeben werden, damit diese dann der regionalen Wirtschaft zugutekommen können. Für eine flächengebundene Tierhaltung, für die es einen Umbau bedarf, muss die Landwirtschaft gefördert werden. Das geht nicht von alleine. Und Naturschutz durch die Landwirtschaft muss ebenso honoriert werden. Da werden sie zurzeit sehr allein gelassen. Gerade gestern hat der Bauernverband mit Hilfe gerufen mit Bezug auf die steigenden Preise für Dünger und Energie. Und wenn die Landwirtinnen und Landwirte wieder mit Traktoren in Berlin einfahren und für eine Transformation in der Agrarpolitik streiten, dann sagen wir Linken, recht haben sie. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. In ihrer ersten Rede im 20. Deutschen Bundestag hat nun die Kollegin Zoe Meyer für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kollegen!
eine hitzige Debatte heute. Und mal ehrlich, das ist auch gut so. Nach 16 Jahren landwirtschaftlichen oder landwirtschaftspolitischem Stillstand ist es doch wirklich dringend mal notwendig, dass wir uns über Veränderungen unterhalten. Und bei Veränderungen, da gehören hitzige Debatten nun mal einfach auch dazu. Wir reden heute dank unseres Ministers auch mal über das Thema Lebensmittelpreise. Und ich danke Cem Özdemir an der Stelle wirklich sehr dafür, dieses Thema mal auch klar und offen zu benennen. Und um auf die Reden meiner Vorrednerinnen einzugehen, natürlich ist es ein gigantisches Problem, wenn Lebensmittelpreise in Deutschland schneller steigen als die Einkommen. Aber da müssen wir doch mal zwischen Ursache und Wirkung unterscheiden. Steigende Lebensmittelpreise sind nicht schuld daran, dass unsere Tariflöhne in Deutschland kaum erhöht werden. Und die Lösung für dieses Problem sind ganz sicher nicht Ramschpreise für Lebensmittel, sondern die Lösung ist eine anständige Sozial- und Arbeitspolitik. Die Lösung ist ein höherer Mindestlohn. Die Lösung sind gute Renten. Die Lösung ist die Kindergrundsicherung und noch vieles mehr. Und genau das wird unsere Regierung auf den Weg bringen. Denn nur so schaffen wir es auch, dass wir Soziales, Ökologisches und Tierschutz zusammendenken und eben nicht mehr gegeneinander ausspielen. Was wir ganz sicher nicht machen werden, ist die Debatte um faire Lebensmittelpreise weiter zu verschleppen. Das sind wir nämlich insbesondere den Landwirtinnen in Deutschland dringend schuldig, die sich ja kaum über Wasser halten können in dem aktuellen System. Das Geld, was für landwirtschaftliche Erzeugnisse aktuell erworben wird, das reicht ja kaum, um die Kosten zu decken. Das reicht nicht für eine gute Existenzsicherung. Und das reicht schon dreimal nicht, um die Bedingungen für die Millionen von Tieren, die in unserem wirklich prekären System der deutschen Massentierhaltung leben und sterben müssen, zu verbessern. Damit muss Schluss sein. Und klar, wir brauchen Geld für das, was wir planen. Die Finanzierung für die höheren Standards beim Fleisch, die soll getragen werden durch alle, die Fleisch konsumieren möchten. Und wir unterstützen die Verbraucherinnen bei der Transparenz durch die verbindliche Einführung der Tierhaltungskennzeichnung, ein längst überflüssiger oder längst überfälliger Schritt, überflüssig natürlich auf gar keinen Fall. Zur Ehrlichkeit gehört auch dazu, wenn wir unsere Klimaziele ernst nehmen und wenn wir den Tierschutz in Deutschland ernst nehmen, dann müssen wir auch wegkommen von diesen enormen Zahlen der Tierhaltung. Und für all die, die die Tötung von Tieren für ihren Konsum nicht mehr unterstützen möchten oder ihren Konsum reduzieren möchten, müssen wir auch gute Angebote schaffen. Das heißt, pflanzliche Ernährung unterstützen, das heißt, vegetarische, vegane Angebote unterstützen, und zwar auch flächendeckend, weil nur so schaffen wir echte Wahlfreiheit für alle Bürgerinnen und Bürger, die tierleidfreie, nachhaltige und klimaschonende Ernährung wollen. Und ich freue mich sehr auf all das, was unsere Regierung hier in den nächsten Jahren auf den Weg bringt. Das ist Veränderung. Vielen Dank. Die CDU-CSU-Fraktion hat nun der Kollege Albert Stegemann das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Normalerweise debattieren wir im Januar aus Anlass der Internationalen Grünen Woche über Ernährung und Landwirtschaft. Leider hat Corona uns auch hier einen Strich durch die Rechnung gemacht. Deshalb ist es gut, dass Sie, Herr Bundesminister, nun heute hier im Deutschen Bundestag Ihre erste agrarpolitische Rede zu Jahresbeginn halten. Ich wünsche Ihnen zunächst eine glückliche Hand in Ihrer Amtsführung, persönlich alles Gute und Gottes Segen. Es gibt die gute Tradition, dass sich eine neue Opposition mindestens 100 Tage mit Kritik an der Regierungsarbeit zurückhalten sollte. Leider kann ich mich an diese Regel heute hier nicht halten. Zu groß ist die Verantwortung, die wir als Parlamentarier haben, um Sie in konstruktiver Weise auf wichtige Kurskorrekturen hinzuweisen. Denn leider, Herr Minister, hat die neue Bundesregierung gleich in ihren ersten Wochen einen Fehlstart hingelegt. Da ist zum Beispiel das unwürdige Agieren im Management der Corona-Pandemie, erst das Auslaufenlassen der epidemischen Lage, dann wieder Beschränkungen. Bei uns in Emlichheim in Niedersachsen, im Land der Kartoffelknolle quasi, sagt man dazu, raus aus den Kartoffeln, rein in den Kartoffeln. Aber ich will hier nun konkreter beim Thema Landwirtschaft bleiben und auch werden. Denn auch hier haben Sie sich als neuer Minister schon mehrfach vergaloppiert.
Ich nenne erstens das schon viel diskutierte Beispiel Lebensmittelpreise. Ja, wir wollen doch auch, dass unsere Landwirte für ihre hochwertigen Lebensmittel fair entlohnt werden. Und ich glaube, das hat man ja auch gerade vernommen, da gibt es hier im Plenarsaal sicherlich keinen, der das ernsthaft anders sieht. Aber wenn Sie, Herr Minister, den vielen Bauern in Deutschland die Hoffnung machen, dass Sie die Preise für landwirtschaftliche Produkte erhöhen wollen, dann müssen Sie nicht nur den edlen Wunsch äußern, dann müssen Sie auch erklären, wie Sie das konkret umsetzen wollen. Landläufig heißt es bekanntermaßen, Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis. Was aber machen Sie in Sachen Angebot und Nachfrage? Auf der Angebotsseite, also auf der Seite der Bauernfamilien, deutet alles auf weitere Kostensteigerungen hin. So unterstützen Sie zum Beispiel auch Ihre Kollegin Frau Lemke, die beim Pflanzenschutz nur nach mehr Bürokratie und nach neuem Ordnungsrecht ruft. Von Technologieoffenheit bei neuen Pflanzenschutzmitteln, bei neuen Wirkstoffen oder bei neuen Züchtungstechnologien keine Spur. Auf der Nachfrageseite, also auf der Seite der Verbraucher, wollen Sie sicherlich viele neue Akzente setzen, das haben wir ja gerade auch noch mal gehört, aber gewiss zum Beispiel den Fleischkonsum nicht ankurbeln. Also, wenn Sie das Einkommen unserer Landwirte verbessern wollen, dann sorgen Sie für Wettbewerbsfähigkeit und für neue Absatzwege. Bisher sehe und höre ich nur das Gegenteil. Wer versucht, die Gesetze der Marktwirtschaft in offenen Märkten, so wie wir sie haben, auszublenden, der läuft einer Fata Morgana hinterher. Denn je näher Sie sich eben dieser vermeintlichen Oase von staatlichen Mindestpreisen nähern, umso mehr werden Sie auch hoffentlich erkennen, dass das einfach nur eine Illusion der Planwirtschaft ist. Hören Sie auf, diesem Phantom nachzulaufen. Gehen Sie stattdessen einen Weg, der zum Ziel führt. Ihr Vorgänger im Amt, Jochen Borchert, hat doch mit seiner Expertenkommission einen gangbaren Weg aufgezeigt. Doch gerade zur Borchert-Kommission gibt Ihr Koalitionsvertrag gar nichts her. Gar nichts, keine Silbe. Und an dieser Stelle, Herr Miersch, da will ich noch mal auf das zurückkommen, was Sie gesagt haben. Sie haben sich ja beschwert, dass in der letzten Regierung hier nicht genügend passiert ist. Ich will noch mal darauf hinweisen, dass beim Label es Sie, auch Sie persönlich waren, die die kritischsten Fragen gestellt haben, was die EU-Konformität angeht. Und Sie haben die Fragen gestellt, ob es hier zu einer Notifizierung kommen kann. Wir wollten Borchert umsetzen. Wer hat denn gemauert beim Baurecht, beim Emissionsrecht, bei der TA-Luft, bei der Großemissionsrichtlinie? Das waren Sie. Was Sie hier veranstaltet haben, Entschuldigung, das war heuchlerisch, eigentlich wollte ich heute höflich bleiben. Aber an der Stelle muss ich Ihnen das ganz deutlich mit auf den Weg geben. So können Sie sich hier nicht aufführen. Es ist an Ihnen gescheitert, nicht an uns. Und deswegen bitte ich Sie noch mal, Herr Minister, bei aller Offenheit, wirklich setzen Sie, Sie haben ja auch Hinweise darauf gegeben, setzen Sie die Ideen der Borchert-Kommission um und wir werden Sie dabei konstruktiv begleiten. Ja, was wir alle immer wieder erleben, dass es häufig ein sehr falsch dargestelltes Bild der Landwirtschaft gibt und vermittelt wird. Viele Fehlinformationen fallen halt nur deshalb auf einen fruchtbaren Boden, weil das Wissen über moderne Landwirtschaft auf dem Rückzug ist. Deshalb brauchen wir auch ein Agrarmarketing, was einfach auch einen hohen Informationswert hat. Faktisch findet heute keine verständliche Verbraucherkommunikation mehr statt. Und dabei haben die Bürger natürlich ein Recht darauf zu erfahren, wie die Landwirtschaft in Deutschland tatsächlich und wirklich praktiziert wird. Kollege, ich habe die Uhr angehalten. Gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung aus der FDP-Fraktion? Das können wir gerne am Ende auflösen. Nein, das sehr Wort gerne. Erteile ich und ich sage auch gleich, ich lasse mich also nicht ich von werde, den Rednern. Ich würde gerne im Zusammenhang vortragen und dann kann der Kollege, die Kollegin gerne intervenieren. Gut, also um wieder zurück zum Agrarmarketing zu kommen, um ja auch einen ganz konkreten, vernünftigen, konstruktiven Vorschlag zu machen. Wir werden schon in der nächsten Sitzungswoche seitens der Union hier einen Antrag auf den Weg bringen. Und ja, ich empfehle Ihnen, sich diesen Antrag genau anzuschauen und auch hier konstruktiv mit in die Beratung zu gehen. Ja, es gibt aber auch weitere Gründe, die auf einen Fehlstart der neuen Bundesregierung hindeuten. Da gibt es halt schlicht ganz handwerkliche Fehler. Dazu zählt zum Beispiel auch die nicht fristgerechte Einreichung des GAP-Strategieplans zum 1. Januar. Als Entschuldigung wird von Ihnen aufgeführt, dass es Verzögerungen beim Trilog gab. Diese Verzögerungen haben aber alle EU-Mitgliedstaaten betroffen. Und trotzdem haben fast alle EU-Mitgliedstaaten pünktlich geliefert, Deutschland nicht.
Also, unsere Landwirte brauchen dringend Planungssicherheit bei der GAP und keine Entschuldigungen und weitere Verzögerungen. Kümmern Sie sich darum, Herr Minister, und machen Sie die gemeinsame Agrarpolitik zu Ihrer Chefsache. Das Ding ist einfach viel zu wichtig. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Deutschland ist ein starker Agrarstandort. Nirgendwo auf der Welt gibt es so viel gesunde und sichere und hochwertige Lebensmittel wie bei uns. Und die Landwirtschaft dient eben nicht nur den Zielen des Umwelt- und des Klimaschutzes, wie es uns der Ampelkoalitionsvertrag weismachen will. Herr Bundesminister, wenn ich mir Ihren Terminplan für diese Woche so ansehe, dann handeln Sie aber genau nach dieser Maxime. Erst einmal mit den Umweltverbänden reden und dann mit den Landwirten. So beginnt bestimmt kein neues Miteinander, um Landwirtschaft und Gesellschaft zusammenzuführen. Unsere Landwirtinnen und Kollege Stegemann, Sie können weitersprechen, tun das aber auf Kosten Ihres Kollegen. Unsere Landwirtinnen und Landwirte arbeiten hart für unser tägliches Brot. Sie leisten wichtige Beiträge zum Erhalt unserer vielfältigen Kulturlandschaft und sind bedeutender Wirtschaftsfaktor und Arbeitgeber im ländlichen Raum. Deshalb verdienen unsere Bauernfamilien Respekt, Perspektiven und Planungssicherheit. Und wir wollen Sie in Zukunft kritisch dabei begleiten, dass Sie auch ein würdiges BMEL mit einem würdigen Bundesminister bekommen. Dazu noch einmal alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank fürs Zuhören. Für die SPD-Fraktion hat nun die Kollegin Susanne Mittag das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Bundesminister Özdemir. Erstmal von uns auch herzlichen Glückwunsch zu Ihrer ersten Rede im Bundestag als Minister für Ernährung und Landwirtschaft. Sie hat mir sehr gut gefallen und natürlich auch besonderen Glückwunsch von den Mitgliedern des entsprechenden Ausschusses und natürlich auch von mir. An Sie sind sehr große Erwartungen gerichtet und wir sind optimistisch, dass der lähmende und für viele Landwirte inzwischen existenzbedrohende Zustand in dem Bereich absehbar abzuwenden ist. In den letzten 8, aber besonders in den letzten 4 Jahren wurden schon in Koalitionsverträgen vereinbarte Themen einfach nicht entschieden, vertagt oder unter dem Mantel der freiwilligen Vereinbarung verwässert oder entwertet. Drohende Vertragsverletzungsverfahren mit einem Mindestmaß an Zugeständnissen ruhiggestellt und einiges kommt gerade, es ist erwähnt worden, wieder zurück. Es gab erst konkrete gesetzliche und einigermaßen ausreichende Regelungen, nachdem höchstrichterlich darüber entschieden wurde, dass das Landwirtschaftsministerium endlich umzusetzen hat. Alles in allem eine sehr, sehr unterdurchschnittliche Bilanz, auch wenn das eben etwas anders dargestellt worden ist. Und da ich nun kenne, wie sich derartige Arbeitsweisen ankündigen, bin ich umso optimistischer, dass dies in Zukunft nicht mehr so sein wird. Sie müssen als Minister für Ernährung und Landwirtschaft daher leider nicht nur jede Menge Restanten aufarbeiten, sondern auch eine Fülle von Themen, die jetzt dazukommen. Und alles möglichst zeitnah und mit den ersten Ergebnissen im ersten Jahr. Das ist ein Riesenpaket. Und dabei wollen wir gerne mit allen uns zur Verfügung stehenden Möglichkeiten Sie dabei unterstützen. Wir haben wirklich als SPD-Fraktion lange genug darauf gewartet, dass da endlich was passiert. Ich möchte hier noch mal ganz besonders, was auch schon erwähnt worden ist, das Tierwohllabel erwähnen mit seiner gesamten Bandbreite an Erfordernissen. Das ist ja schon dargestellt worden. Es ist bislang unfreiwillig, um noch mal auf Herrn Stegemann einzugehen. Es war unvollständig, es wurde blockiert und es sollte nur freiwillig sein. Also wir waren noch nicht mal ansatzweise an einer Umsetzung. Und darauf haben wir immer wieder gepocht. Und wenn, dann wird nur ein vollständiges Label verabschiedet und nicht ein Dreiviertel Schweinelabel. Das hatten wir öfter schon als Thema hier im Bundestag. Natürlich ist die zukünftige Ausrichtung, Nerven bewahren, der Landwirtschaft viel umfassender. Dazu wird meine Kollegin Isabel Mackensen-Geist gleich noch einiges sagen und auch den völlig bislang unterschätzten Bereich Ernährung, auf
den Sie ja schon eingegangen sind. Dazu wird meine Kollegin Peggy Schierenbeck in wenigen Minuten noch was sagen. Der Tierschutz, das möchte ich noch mal als bisherige Tierschutzbeauftragte erwähnen, hat aber ebenfalls einen enormen Aufholbedarf. Sei es in dem Bereich des völlig unregulierten, anonymisierten Onlinehandels, sei es bei Heimtieren oder Exoten, Qualzucht, Lebendtiertransporte, Zirkustierhaltung, Tierversuche, nicht kurative Eingriffe. Wir können noch ordentlich die Liste fortsetzen. Da ist nichts passiert. Entscheidungen wird es auch geben, wie wir die Transformation und die Digitalisierung in der Landwirtschaft vorantreiben. Wie kann wo Energie eingespart werden? Bei Wärme, Kälte, Lüftung und möglichst überall regenerative und besonders in der Landwirtschaft selbst erzeugte Energie eingesetzt werden? Wie kann Energieerzeugung und landwirtschaftliche Produktion und Biodiversität vernetzt werden und nicht immer diese Debatte entweder oder? Die nicht unbedingt negativen Auswirkungen vom Kreislaufwirtschaftsgesetz, vom Lieferkettengesetz und von der Preisgestaltung durch steigende CO2-Zertifikate für deutsche Produkte in Konkurrenz zu ausländischen Produkten müssen vorausschauend angegangen werden. Und welche Auswirkungen haben denn der Green Deal, die GAP, derzeit laufende und absehbare europarechtliche Regelungen auf Ernährung und Landwirtschaft? Hier muss auch agiert werden und nicht immer nur reagiert werden, kurz vor Fristende. Und wie kann in diesem Bereich gesunde Ernährung gekennzeichnet, erkannt, vermittelt und gefördert werden? Und immer wieder die entscheidende Frage, wo kommt es wirklich her und was ist wirklich drin? Wir vernetzen uns mit anderen Ressorts, wie Arbeit und Soziales bei den Saisonarbeitskräften, mit Gesundheit bei Ernährung, mit Bauen bei Stallbau und Brandschutz, mit Umwelt bei Emissionen und mit Innen bei Katastrophenschutz. Auch Tiere sind bei Katastrophen zu retten, um nur einige zu nennen. Es ist also jede Menge Handlungsbedarf vorhanden und das nicht zu knapp. Es steht viel Arbeit, Debatte, Austausch und Entscheidung an, aber davor ist uns nicht bange. Ich freue mich drauf. Herzlichen Dank. Zu seiner ersten Rede im 20. Deutschen Bundestag hat nun der Abgeordnete Frank Rink für die AfD-Fraktion das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin, werte Kollegen. Die Landwirtschaft steckt in einer der schlimmsten Krisen aller Zeiten. Nicht kostendeckende Preise, stark verteuerte Pachten, Bauernbashing, überhöhte Düngepreise und viel zu viel Bürokratie. Und als Landwirt kann ich Ihnen sagen, ich könnte den ganzen weiteren Nachmittag noch andere Dinge aufzählen. Zur Sache. Die neue Bundesregierung und federführend der Kanzler hat in seiner Amtseinführung von der großen Transformation gesprochen. Ich für meinen Teil kann da nur hoffen, dass am Ende dieser großen Transformation nicht das Ende unserer heimischen Landwirtschaft steht. Als im letzten Jahr die globalen Lieferketten wegen des Coronavirus zum Erliegen kamen, haben wir, verehrte Kollegen, gesehen, wie empfindlich unsere Lieferketten und unsere Wirtschaft weltweit ist. Und ich will mir an dieser Stelle auch gar nicht ausmalen, was in diesem Land passieren würde, wenn in den Läden statt Klopapier es an Lebensmitteln fehlen würde. Das bitte ich Sie alle mal zu bedenken. Aus diesem Grund kann ich Sie nur ermahnen, die Landwirte zu unterstützen, ihre Betriebe zu stärken und ihnen eine vernünftige wirtschaftliche Perspektive zu bieten, um die Versorgung unserer Bevölkerung in Deutschland sicherzustellen. Kehren Sie ab vom Importwahn und kommen Sie zurück zum Standard Made in Germany. Gerade bei den Lebensmitteln, wir werden Ihnen gern dabei helfen, Standards zu schaffen, die dafür sorgen, dass unsere Landwirte, unsere Bauern hier in Deutschland gut zurechtkommen, dass sie qualitativ hochwertige und regionale Lebensmittel erzeugen können und ohne dabei an den Rand des Ruins gedrängt zu werden. Vernünftige, pflanzengerechte Düngung und ein angemessener Pflanzenschutz wäre ein notwendiger Baustein eben genau dafür.
genauso wie Planungssicherheit und Garantien für diese Landwirte, dass sich die Investitionen von heute auch morgen noch lohnen. Dann muss ich eins sagen, wir haben vorhin einige Beiträge gehört hinsichtlich der Schweinehalter und der Preise. Meine Damen und Herren, leider haben wir hier nichts zur afrikanischen Schweinepest gehört, die sich hier immer weiter ausbreitet. Nichtsdestotrotz gibt es nur sporadische Maßnahmen gegen diese Ausbreitung. Das bedroht die Schweinehalter in ganz Deutschland. Aber gut, so viel dazu. Zu den Weidetierhaltern noch einmal weiter. Wir hörten davon, wir wollen die Ställe schöner machen. Aber beginnen wir doch erstmal damit, unsere Weidetiere zu schützen. Zu schützen vor Raubtieren wie den Wölfen. Die Beweislast dort umzukehren bei Rissvorfällen. Am besten erleichtern wir es oder kehren es komplett um, damit auch diese Weidetierhalter eine Zukunft haben, die Sie hier ja scheinbar gar nicht berücksichtigen wollten. Ideologie war noch nie ein guter Ratgeber, und das ist es auch gerade beim Thema Wolf nicht. Artenvielfalt haben wir hier auch heute gehört. Es ist natürlich sehr interessant, wenn wir Raubtiere hier züchten, die im Anschluss daran dann unsere Nutztiere auffressen. Frau Präsidentin, ich habe das im Blick. Ich bin auch gleich fertig. Zu guter Letzt noch ein paar Worte zu dem, was hier bisher von der Regierung entschieden wurde, was eigentlich auch absolut negativ für die deutschen Landwirte war, die Absenkung des Mehrwertsteuersatzes. Der wurde von 10,7 auf 9,5% gesenkt. Das war ein absoluter Schlag in die pauschalisierenden landwirtschaftlichen Betriebe. Dieser Beschluss kostet die Landwirte in diesem Jahr 90 Millionen Euro, die sich die Bundesregierung schnell mal selber eingesteckt hat. Vielen Dank dafür an die Regierung, auch von mir als Landwirt. Ein letzter Satz, dann bin ich auch fertig. Herr Minister Özdemir, wir werden Sie an Ihren Taten messen. Schaffen Sie bessere Zukunftsperspektiven. Wir werden Sie dann natürlich bei unterstützen. Und ein schlaues altes Sprichwort vom Lande sagt: Lebt der Bauer, lebt das Land. Vielen Dank. Für die FDP-Fraktion hat nun der Kollege Karl-Heinz Busen das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Herr Minister, auch von meiner Seite gute Zusammenarbeit. Das eine kann ich Ihnen jetzt schon sagen: Stolz können wir sein auf unseren Wald. Er ist unser wichtigstes Mittel gegen den Klimawandel. Es gibt keine größere CO2-Senke in unserem Land, der ungefähr 126 Tonnen pro Jahr CO2 speichert. Also damit ist die Forstwirtschaft der einzige Wirtschaftszweig, der CO2 bindet und nicht emittiert. Und außerdem ist der Wald unser wichtigster Rohstofflieferant beim nachhaltigen Bauen mit Holz, was allen Ampelkoalitionen wichtig ist. Daher bedarf es natürlich einer guten Waldbewirtschaftung. Die zahlreichen Leistungen, die unsere Waldbesitzer noch so erbringen, honorieren wir. Der klimarobuste Waldumbau hat also hohe Priorität. Von den 11 Millionen Hektar Wald müssen ungefähr 3 Millionen Hektar umgebaut werden. Und dafür braucht es gute Rahmenbedingungen. Was wir nicht brauchen, sind großflächige Stilllegungen von bewirtschafteten Waldflächen. Also Stilllegung bedeutet Stillstand, und den darf es beim Klimaschutz auch nicht geben. Wir müssen natürlich auch nicht heimische Baumarten einsetzen, um uns gegen die Folgen des Klimawandels zu rüsten. Das hat sich auch bewährt, weil der Waldumbau nicht erst heute oder morgen beginnt. Den Waldumbau betreiben wir schon seit 30 Jahren. Und nicht nur im Privatwald brauchen wir Erneuerung. Besondere Standards streben wir auch für die Wälder an, die unmittelbar im Bundesbesitz sind. Bundeswaldflächen, die direkt vom Bund genutzt werden, also die nicht verpachtet sind, sollen nach den FSC-Standards bewirtschaftet werden. Nur wenn der Waldumbau gelingt, bietet der Wald auch langfristig eine gute Heimat für unsere Wildtiere. Die Jagd ist gelebter Natur- und Artenschutz. Gesunde Wildbestände sind dabei das Ziel, und das funktioniert auch, wenn der Wildtierbestand ideologiefrei reguliert wird. Kaum ein Thema erhitzt die Gemüter im ländlichen Raum mehr als der Umgang mit den Wölfen. Die letzte Bundesregierung
hat uns beim Wolf immer wieder schön gerechnete Zahlen vorgelegt. Und da wollen wir jetzt genau hinschauen. Wir werden die Zahl der in Deutschland lebenden Wölfe realitätsgetreu abbilden. Dafür brauchen wir natürlich unsere Revierinhaber, die sich am besten in den Revieren auskennen. Und das wichtigste Signal an alle Weidetierhalter im Land: diese Bundesregierung wird den Ländern ein regional differenziertes Bestandsmanagement ermöglichen. Liebe Kollegen der Union, jetzt fordern Sie auch den Abschuss des Wolfes. Das hätte längst erfolgen können. In meiner Heimat in NRW, wo es die größten Probleme mit den Wölfen gibt, ist ausgerechnet eine CDU-Ministerin am Werke, die leider noch keine Lösung gefunden hat. Und ich muss sagen, als Ampel, wir schaffen das. Für die CDU-CSU-Fraktion spricht nun der Kollege Arthur Auernhammer. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Während der Koalitionsverhandlungen wurde ja viel spekuliert, gibt es überhaupt noch ein eigenständiges Bundeslandwirtschaftsministerium? Das ist schon mal gut gelaufen, denn dieses Haus ist wichtig für unser Land. Entscheidend ist aber auch, was daraus gemacht wird. Und es wurde auch viel spekuliert, wer wird denn Minister? Wird es die geschätzte Kollegin Lemke? Wird es der Landwirtschaftsminister der Herzen, Anton Hofreiter? Nein, die Wahl fiel auf Cem Özdemir. Und Herr Bundesminister, meine Gratulation zu diesem Amt, zu diesem sehr wichtigen Amt und zu diesem sehr wichtigen Amt auch für unser Land. Denn es geht in erster Linie auch darum, unsere eigene Bevölkerung mit heimischen Produkten, mit Lebensmitteln zu ernähren. Das ist die wichtigste Aufgabe unserer heimischen Landwirtschaft. Und das muss auch in diesem Haus entsprechend honoriert werden. Und wir haben aktuell auch ganz große Herausforderungen. Und da haben Sie keine 100 Tage mehr zu warten. Da müssen wir handeln. Die aktuelle Corona-Welle mit Omikron ist nicht nur eine Belastung für die Gesundheitssysteme, wir brauchen auch hier Antworten für unsere Lebensmittelbetriebe, damit diese auch im Falle eines Ausbruchs weiterarbeiten können. Da müssen wir noch Rahmenbedingungen setzen, nicht damit am Ende des Tages die Lebensmittelregale leer bleiben. Und wir haben auch eine ganz, ganz große Herausforderung bei der Bekämpfung der afrikanischen Schweinepest. Unsere Schweineerzeuger machen zurzeit eine ganz bittere Zeit durch. Hier müssen wir zusammenarbeiten mit den Ländern, hier brauchen wir Lösungen, hier müssen die Absatzwege wieder besser werden. Und ja, Ihre Worte hören sich jetzt zu Beginn einer Legislaturperiode gut an. Wir werden Sie in den nächsten Jahren dann auch an Ihren Taten messen. Und bei dieser Konstellation, dieser Ampelkoalition wird es sehr interessant. Allein die Ausführungen der FDP-Kollegen, da frage ich mich, sind die jetzt in einer anderen Partei gewechselt seit der Bundestagswahl? Welche Worte haben wir von diesen Kollegen vor der Bundestagswahl gehört? Welche Nachrichten wurden hier verbreitet in den sozialen Netzwerken? Und dann bei den Koalitionsverhandlungen haben Sie die Interessen der Bauern fallen lassen wie eine heiße Kartoffel. Sie hatten keinerlei Interesse an diesen Ministerien. Sie hatten keinerlei Interesse am Umweltministerium. Sie haben keinerlei Interesse an den Bauernfamilien. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn wir darüber diskutieren, wir brauchen mehr höhere Lebensmittelpreise, wir brauchen in erster Linie bessere Erzeugerpreise, bessere Wertschöpfung, Wertschätzung auch für unsere Arbeit der Bauernfamilien. Und da habe ich einen Punkt, der hat mich geärgert. Das sage ich ganz offen. Wir hatten in der letzten Legislaturperiode die Reform der gemeinsamen Agrarpolitik. Und es gab eine Initiative, gerade die kleinbäuerlichen Betriebe, die Betriebe, die weniger Flächenausstattung haben, stärker zu fördern mit den sogenannten Mitteln der Kappung und der Degression. Und es waren genau die Landwirtschaftsminister der Grünen, die in der Agrarministerkonferenz eine stärkere Degression verhindert haben.
Da sieht man, wie man sich dann in der Realität zeigt. Wir müssen auch einen großen Blick legen auf die Betriebe der kleinbäuerlichen Strukturen, die auch einen großen Beitrag zur Artenvielfalt und zur Biodiversität leisten. Und Herr Minister, beraten Sie Ihre Länderkollegen Ihrer Partei entsprechend. Ich glaube, das ist auch zielführend. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es wurde auch schon das Themenkomplex Wald erwähnt, und ich bin sehr dankbar dafür. Denn wenn wir Klimaschutz aktiv betreiben wollen, brauchen wir auch einen aktiven Wald. Und wir müssen aber diesen Wald auch nutzen. Wir müssen ihn nicht nur schützen, wir müssen ihn auch nutzen. Und deshalb brauchen wir eine weitere Intensivierung des Holzbaus. Aber wir brauchen nicht eine Stilllegung der Wälder. Keine ideologische Stilllegung der Wälder, sondern einen weiteren Umbau, einen klimagerechten Umbau unserer Wälder. Und wenn ich noch mal zur Tierhaltung zurückkommen darf, es ist vieles gesagt worden. Ich hoffe, dass die Umsetzung der sogenannten Borchert-Kommission, die im Koalitionsvertrag nicht berücksichtigt worden ist, dann in ihrer Arbeit berücksichtigt wird. Es ist ein guter, zielführender Ansatz, der es wirklich es auch wert ist, darüber nachzudenken und ihn auch umzusetzen. Und dazu gehört auch eine Herkunftskennzeichnung. Wie wichtig eine Herkunftskennzeichnung ist, sehen wir gerade zum Beispiel beim Wein mit der Novelle des Weingesetzes. Der Verbraucher schaut nach der Herkunft seiner Produkte. Und deshalb bitte ich darum, eine konsequente Herkunftskennzeichnung in den Lebensmittelbereich auch einzuführen. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, gerade bei der Tierhaltung steht auch etwas im Koalitionsvertrag drin, das mich umtreibt. Das ist das Thema Anbindehaltung bei Milchkühen. Und Frau Präsidentin, erlauben Sie mir, dass ich diesen Satz noch sage. Das können wir nur lösen, wenn wir mit den Bauernfamilien nach Lösungen suchen und nicht mit Verboten. Denn hier geht es wirklich um bäuerliche Existenzen, hier geht es um kleine, mittelbäuerliche Betriebe. Da brauchen wir Antworten, und da werden wir Sie kritisch begleiten und notfalls auch kritisieren. Dankeschön. Das Wort hat die Kollegin Isabel Mackensen-Geiß für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, sehr geehrter Herr Minister Cem Özdemir. Allen voran nutze ich die Gelegenheit, Ihnen herzlich zu Ihrem neuen Amt als Landwirtschaftsminister zu gratulieren. Sie stehen vor großen Herausforderungen. Denn unsere Land- und Forstwirtschaft ist mit drei großen Krisen konfrontiert: der Klimakrise, der Biodiversitätskrise und der sozialen Krise auf den Bauernhöfen. Bei der Klimakrise ist die Landwirtschaft wie kein anderer Wirtschaftsbereich so direkt von den veränderten Klimabedingungen betroffen. Als Rheinland-Pfälzerin denke ich mit Schrecken an die Starkregenfälle und das anschließende Hochwasser in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen vom letzten Jahr zurück. Das verdeutlicht die Dynamik. Durch Maßnahmen wie den Humusaufbau, vielfältige Fruchtfolgen oder auch das Anlegen von Agroforstsystemen können unsere landwirtschaftlichen Betriebe widerstandsfähiger gegenüber Wetterextremen werden. Das ist aktiver Klimaschutz, denn wenn unsere Böden große Wassermassen speichern können, sind sie vor Erosion geschützt. Gerade unser Wald kann dazu einen wichtigen Beitrag leisten, denn er ist unser Klimaschützer Nummer eins. Aber auch im deutschen Wald werden die Folgen des Klimawandels sichtbar. Für unsere kommunalen und privaten WaldbesitzerInnen habe ich eine klare Botschaft. Wir werden Sie bei dem gezielten Waldumbau zu artenreichen und klimaresilienten Wäldern unterstützen und den Umbau mit der vielseitigen Nutzung von heimischem Holz als nachhaltigem Rohstoff mit einer Holzbauinitiative verknüpfen. Wir bekennen uns zur nachhaltigen Forstwirtschaft. Wie wollen wir sie unterstützen? Wir werden zukünftig die Ökosystemleistungen des Waldes honorieren. Es soll ein Modell vom Bundesforstministerium und Bundesumweltministerium entwickelt werden. Für diese Honorierung stehen bereits im Bundeshaushalt 2022 200 Millionen Euro zur Verfügung. Die zweite Krise ist die Biodiversitätskrise. Der Rückgang der biologischen Vielfalt ist dramatisch und hat bereits jetzt ein Ausmaß erreicht, das die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Existenzgrundlagen von uns Menschen gefährdet. Gemeinsam mit den Landwirtinnen und Landwirten können wir den Verlust der Artenvielfalt stoppen und die Biodiversität in der Agrarlandschaft wieder stärken.
Wir wollen die kooperativen Ansätze ausbauen und durch gezielte agrar- und umweltpolitische Fördermaßnahmen Anreize schaffen. Der Ökolandbau ist hierbei ein wichtiger Baustein und ein entscheidendes Werkzeug. Wir wollen 30% Ökolandbau bis zum Jahr 2030 erreichen. Das ist ambitioniert, denn es bedeutet, wir brauchen jedes Jahr 12% mehr Biofläche. Das ist nur möglich, wenn wir die Voraussetzung für ein gleichgewichtiges Wachstum von Angebot und Nachfrage schaffen. Hierfür wollen wir die Bundesmittel für das Bundesprogramm Ökolandbau im neuen Haushalt erhöhen und einen stärkeren Schwerpunkt in der Agrarforschung legen. Wir werden die Zukunftsstrategie ökologischer Landbau um die gesamte Bio-Wertschöpfungskette erweitern. Die dritte Krise ist die soziale Krise. Der Strukturwandel in der Landwirtschaft setzt sich weiter fort. So ist die Anzahl der Betriebe in den vergangenen Jahrzehnten enorm zurückgegangen. Ein Strukturwandel von 2% bedeutet, dass sich nach 25 Jahren die Anzahl der Betriebe halbiert. Wir müssen schnell handeln, um diese Entwicklung zu stoppen. Derzeit leiten Frauen etwa 11% der landwirtschaftlichen Betriebe. Und jede dritte Arbeitskraft auf den Betrieben ist eine Frau. Tendenz steigend. Denn es stehen gut ausgebildete junge Frauen in den Startlöchern, um demnächst die Hofnachfolgen anzutreten. Wir haben starke Frauen in der Landjugend und bei den Landfrauen, die durch ihr ehrenamtliches Engagement die ländlichen Räume lebendig machen. Die Landwirtschaft wird, die Landwirtschaft ist weiblich. Und wenn ich mir die neue Arbeitsgruppe Ernährung und Landwirtschaft der SPD-Bundestagsfraktion anschaue, dann sehe ich geballte Frauenpower. Leider im Gegensatz zur rechten Seite des Parlaments, da ist noch ein bisschen Nachholbedarf, was den Frauenanteil angeht. Auch der Weinbau ist weiblich. In der Vergangenheit war die Weinbaubranche in fester Männerhand. Doch heutzutage sind die Frauen auf dem Vormarsch. Der Weinbau ist mir als Pfälzermädel eine Herzensangelegenheit und deshalb freue ich mich sehr, dass ich weiterhin für die Weinbaupolitik innerhalb der SPD-Bundestagsfraktion verantwortlich bin und auch dem Parlamentarischen Weinforum weiter angehören darf. Sehr geehrte Damen und Herren, Landwirtschaft und Umweltschutz sind keine Gegensätze, sondern gehören zusammen. Die Zukunftskommission Landwirtschaft hat gezeigt, wie solche vermeintlichen Gegensätze überwunden werden können und wozu die nächste Generation fähig ist. Denn es waren die Vorsitzenden der Landjugend und der BUND-Jugend, die eine gemeinsame Zukunftsvision für die Landwirtschaft entworfen haben. Sie haben uns gezeigt, wie wichtig der gemeinsame Dialog und der Austausch unterschiedlicher Perspektiven sind. Das wollen wir fortführen. Zu ihrer ersten Rede im 20. Deutschen Bundestag hat nun die Kollegin Peggy Schierenbeck für die SPD-Fraktion das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Minister Özdemir, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. Es erfüllt mich mit großer Freude, heute hier mit meiner ersten Rede im Deutschen Bundestag das Thema über das wichtige Thema Ernährungsstrategie sprechen zu dürfen. Es wird Zeit, dass wir etwas tun. Das haben wir heute schon gehört und das haben wir sehr oft gehört. Darum wird es Zeit, dass wir endlich handeln. Wenn es um eine gesunde und nachhaltige Ernährung geht, werden die Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland bisher viel zu wenig unterstützt. Andere Länder sind da wesentlich weiter. So haben die Briten verbindliche Salzreduktionsziele. Damit hat sich seit 2005 das Bevölkerungsrisiko für Schlaganfälle und Herzerkrankungen um 40% reduziert. Lassen Sie sich das auf der Zunge zergehen. Um 40% reduziert. Ein Sieg für die Gesundheit, eine Entlastung für das Gesundheitssystem mit einer verpflichtenden Selbstreduktion, Salzreduktion im Gesetz. So einfach kann das sein. Mit einer Zuckersteuer bzw. einer Abgabe für die Hersteller wurde in England der Zuckergehalt in Süßigkeiten reduziert. Finnland, Frankreich, Spanien, Italien und Österreich haben feste Zucker-, Fett- und Salzreduktionsziele. Beschränkungen für an Kinder gerichtete Werbung für Süßwaren, Limonaden und Knabbereien gibt es bereits in Dänemark, Frankreich, Spanien, Norwegen, Schweden und Slowenien. Wir haben damals das Jodsalz mit einer passenden Kampagne eingeführt. Damit konnte man dem in der Bevölkerung festgestellten Jodmangel erfolgreich entgegenwirken.
Oder denken Sie an die gesüßten Tees, die früher Babys gegeben wurden. Und dass darauf die ersten Zähne, bevor sie überhaupt den Weg durchs Zahnfleisch gefunden haben, oft schon gezogen werden mussten. Heute ist das unvorstellbar. Mit der Entwicklung einer umfassenden Ernährungsstrategie, für die ich hier heute spreche und die wir auch im Koalitionsvertrag beschlossen haben, darüber bin ich sehr froh, wollen wir das ändern und die Verbraucherinnen und Verbraucher unterstützen und schützen. Entsprechend den Empfehlungen aus dem Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats für Agrarpolitik, Ernährung und gesundheitlichen Verbraucherschutz aus dem Jahr 2020 muss Ziel dieser Strategie sein, entlang der gesamten Wertschöpfungskette von der Erzeugung über Verarbeitung und Handel bis hin zum Essen unsere Gesundheit zu schützen, soziale Mindeststandards einzuhalten, unsere Umwelt und unser Klima zu schützen und das Tierwohl zu erhöhen. Diese Strategie muss in enger Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsministerium, dem Umweltministerium, aber auch dem Arbeits- und Sozialministerium erarbeitet werden. Eine ausgewogene Ernährung für alle ist die Basis für Gesundheit und Chancengleichheit und damit auch eine soziale Frage, insbesondere bei Kindern, denn gesunde Kinder haben einen besseren Start ins Leben. Schluss mit zu süßen Limonaden, Schluss mit zu fettigen und salzigen Knabbereien, Schluss mit Werbung für ungesunde Produkte, die sich direkt an Kinder richtet. Eine nachhaltige und ausgewogene Verpflegung in Kitas und Schulen ist die wirksamste Maßnahme gegen Ernährungsarmut und ernährungsbedingte Krankheiten. Eine bessere Kennzeichnung, damit Verbraucherinnen und Verbraucher auf den ersten Blick erkennen können, welches Produkt gesünder ist. Auf Initiative der SPD gibt es seit 2020 den Nutri-Score, der zum Erfolgsmodell geworden ist und dem sich erfreulicherweise immer mehr Unternehmen freiwillig anschließen. Doch leider ist er eben freiwillig. Eine verpflichtende Einführung kann nur über die EU erfolgen, und dafür setzen wir uns ein. Und wir brauchen eine bessere Kennzeichnung auch für Nachhaltigkeit. Schluss mit dem Label-Dschungel und undurchsichtigen Kriterien. Wir wollen die Ernährungspolitik aktiv gestalten, eine gesunde und nachhaltige Ernährungsweise erleichtern und das Politikfeld Ernährung insgesamt aufwerten. Wir wollen eine Ernährungspolitik, die Ernährung, Gesundheit, Umwelt und Soziales zusammendenkt. Mit dem Wissen, was wir heute haben, nicht zu handeln, halte ich für grob fahrlässig. Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen zu diesen Themenbereichen liegen mir nicht vor. Wir kommen jetzt zu dem Themenbereich Verteidigung. Für die Aussprache